Und jetzt helfe ich mal eben das Auspacken, damit wir Ware in den Laden reinbekommen. Und dann ersetzen wir das Mindestbestell, also damit erstmal überhaupt Ware da ist. Dann setzen wir noch das Mindestbestell-Zeugs hoch. Nikolas ist heute krank. Wer ist Nikolas? Ist das mein... Das ist bestimmt mein anderer Auffüller, ne? Das, was man braucht, ist immer krank. Christoph, bist du bist Auffüller, das ist gut. Denn sobald du da bist, kann ich nämlich aufhören. Beziehungsweise sobald Carla fertig ist, dann kann einer von euch nämlich wirklich auch auffüllen. Das ist natürlich auch eine Frechheit, ne? So, Kleider haben wir hochgesetzt. Oh. Nein, ich möchte nicht so viel davon. Ich möchte schon viel davon, aber nicht so viel. Das Problem, was ich jetzt sehe, wenn ich das jetzt so hoch mache. Dass natürlich jetzt das Spiel dann denkt, dass die Kosten immer so hoch sind. Und es gut sein könnte, dass wir danach noch einen Tag hier machen müssen. Weil das Spiel sonst nicht darauf klarkommt. Ich denke immer so viel Ausgaben. Ich meine, das wird einiges sein hier. Wir haben jetzt schon relativ viel hochgesetzt. Und eigentlich müssten wir den Rest auch noch hochsetzen, ja. Hosen haben wir schon 20, davon haben wir auch 20, davon haben wir auch 20. Weil das wird uns natürlich jetzt fett ins Minus reiten hier, ne? Wenn wir das jetzt alles, wenn uns das immer angerechnet werden würde. Schon sagt, nicht genug Platz, ne? So, mehr Lager kriegt er nicht, Leute. Es ist 14 Uhr und es ist schon wieder noch ein Auflader. Das ist natürlich richtig doof. Excuse me. Naja, ist egal. Marco, mach Pause. Alles klar, gut. Mach mal Pause, du. Lässt den Chef halt alleine arbeiten, ne? Schon verstanden, dankeschön. Can you help me?
das Statement angekommen. Hi, spare twos. Hi. Hast mich aufholen lassen hier, ne? Aber macht dir nichts aus, komm noch näher. Leer. Das kann doch nicht sein. Hey, got a sec. Hey. Thanks. Hey, have a minute. Lass mich durch. Hey, a little help. Thanks. Dass sie mir die Ware nicht aus den Händen reißt, ist alles, ne? War ich da vorne nicht gerade eben erst, hab das wieder voll gemacht? Hey, can you help me? Hey, can you help? Hey. Hey. Ich verstehe, warum der Laden eine Obergrenze an Gewinn hat, auf jeden Fall. Das ist ja absolut krank, was hier passiert. Hey, got a second. Hey. Ja, hi. Excuse me. Guck mal, da hinten ist tatsächlich auch jemand, der da vorläuft. Sieht man selten in diesem Laden. Das ist normalerweise mein anderer Laden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Laden Plus oder Minus macht. Wenn er Plus macht, dann gehen wir in den anderen Laden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Spiel halt jetzt denkt, dass diese Ausgaben, die wir heute getätigt haben, immer da sind. Und in dem Moment ist natürlich doof. Sagen wir es so, wie es ist, ja. Drei. In Bezug auf meinen Lohn. Marco möchte mehr Lohn. Ja, Marco bekommst du. Marco, sehr gerne. Wo bist denn du? Versteckst du nicht? Marco! Marco! Marco, du willst mehr Lohn. Wo bist du? Robin, Klaas, Peter, Carla, Johanna. Nein, Mario, Nils, Fianin, Raphael. Marco! Da haben wir dich ja. Guck mal, du kriegst 8,20 jetzt. 8,50? 10. Komm, kriegst ruhig 10, ist okay. Ja, minus 62.000. Ich hab's fast gedacht, dass genau sowas passiert, wenn man das einmal macht, ne? Egal. Denn wir können fähige Mitarbeiter weiter einstellen und ja, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen flüssiger läuft alles, ja. Denkt das Spiel jetzt wirklich, dass ich da jeden Tag so viel Ausgabe habe? Weil wenn ja, mache ich einfach jetzt nochmal einen Tag hier. Das wäre das Einfachste, was ich machen kann eigentlich, ne? Wenn der Minus sagt. Die anderen Läden kommen witzigerweise ja ultra gut ohne uns aus. Finde ich eigentlich ein bisschen gemein, weil ist halt so, ne? Kann ich nicht ändern. Finde ich eigentlich gut. Nee, gemein auch, aber gut finde ich natürlich auch. Ja, Kasse, Artikel oder Sicherheit. Kasse. Ich weiß, es ist doof, aber du hast falsche Arbeitszeiten. Das ist gut, dass ich es mal geguckt habe hier, ja?
Du könntest an die Kasse gehen, ne? Da fehlt nämlich noch einer. Dienstags, dann komm, du machst an die Kasse. So, von 4 bis 12. Ganzen Tag Kasse. Pause hast du um 8 dann, ja? Um 8. Und du bist dann am Dienstag da, habe ich gesehen, glaube ich. Sonst ist, glaube ich, Kasse voll soweit, ja? Richtig? Das heißt, die Kassen sind einfach schon mal alle besetzt. Das ist schon mal gut. Was machst du? Marketing. Würde ich sagen, von bis 19 Uhr kannst du schön Marketing machen, damit uns die Leute den Laden noch mehr einrennen, als sie es gerade sowieso schon tun. Aber mein Marketing-Team wird, glaube ich, auch ab und zu mal beim Einräumen helfen müssen. Es wird wahrscheinlich nicht ganz anders klappen. Und wie sieht's mit Begrüßern aus? Dann machst du Dienstag den zweiten Begrüßer. Startest um 11 und du endest um 19 Uhr. Hast um 15 Uhr Pause, richtig schön, ja. Und machst den ganzen Tag. Sagst der Leute, hallo! Ich glaube, wir hatten noch nicht Begrüßer, oder? Hatten wir Begrüßer schon eingestellt? Haben wir schon. Ja, dann machst du das halt an den anderen Tagen. So. Bestellung, Mindestlager. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt viel wäre. Weil wir haben gerade eben erst richtig viel bestellt gehabt. Dann gehen wir mal in den nächsten Tag. Ja, zur Stadt gehen. Ich möchte nur wissen, ob der Laden, wenn der Laden natürlich jetzt voll viel Minus macht, dann gehen wir da rein, sonst ja, minus 1000, das ist zu viel. Das ist zu viel, das will ich nicht, das kann ich nicht. Und dann holen wir uns die Getränke und schnappen uns das mal eben alles, weil ich habe mir das leider fast schon gedacht, um ehrlich zu sein. Als dann aber letzten Endes schon zu spät war, ja. Ich würde sagen, ich packe einfach mal das hier aus. Ja, genau, pack's bitte. Genau, das ist gut, dass du es bei mir drauf tust. Weil dann können nämlich meine Leute direkt gleich anfangen, den Laden voll zu räumen. Während ich hier am Auspacken bin. So, können wir mir etwas zu trinken machen, finde ich, ja. Ach ja, ich finde es gut, dass mein Headset kein Kabel mehr hat. Jetzt kann ich euch nicht mehr reinlegen. Sachen durch die Gegend schmeißen muss ich deswegen aber auch nicht, ne? Packen wir noch aus? Packen wir noch aus, ne? Ja, das dauert auch noch ein bisschen, sehe ich gerade. Der kann nicht so wieder die Zeit passieren. Ja. So, wollen wir doch mal gucken, ist mein zweiter Auffüller denn inzwischen da? Oh ja, die machen auch gerade zu zweit voll, das finde ich gut. So, und jetzt habe ich nämlich das schon gedacht, dass das Timing genau in meinen Kaffee fällt. Aber ab jetzt sollte der Laden prinzipiell voll abwerfen, ja? Wäre
Gerissen. Das kann ja eigentlich auch nicht sein, ne? Also offensichtlich schon, aber finde ich jetzt halt doof, ja. So. So, und um kurz nach 9 ist die Ware für den Tag eigentlich im Laden, wollte ich gerade sagen, aber wir haben einiges zu tun, Leute, hier, ja. Im Lager ist nichts mehr. Ohne irgendetwas dran. Noch einer. Noch einer. Und noch einer. Keine Ahnung, was das für Dinger sind. Toll. Jetzt hat es geklingelt, ich habe reagiert, aber der war schon über alle Berge, weil die Geschwindigkeit natürlich hochgestellt ist, ne? Hey, got a second. Hey. Hi, hey, have a minute. Excuse me. Hey, have a minute. Hi. Boah, wie viel hier auf einmal auch los ist, denken. Das habe ich gerade aufgefüllt dahin, das ist schon wieder einfach leer. Ich komme nicht weg. Die Leute haben mich festgelaufen. Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir eigentlich noch einmal einen Tag schließen würden. Um einmal alles ganz in Ruhe aufzufüllen. Hey, a little help. Hey. Hi. Hey, got us. Hey, can you help? Hey, have a hey. Can... Aber wir können uns ja hi. Netterweise mal einen Tag lang hey. Ein paar Unterstützer hey. Holen, die hier auffüllen helfen. Hey, wenn das, guckt euch mal die Menschenmassen an. Ich kann mich nicht mal bewegen. Es ist einfach, ich komme hier nicht weg. Einfach einmal alle um mich rum und dann vorbei. Nee, lassen Sie mich doch bitte meinen Laden voll machen erstmal. Ich flüchte schon auf die andere Ladenseite hier, ja. Hey, have a minute. Hey, can you help me? Hey, can you help me? Hey, can you help me? Hey, got it fixed, you. Hi. Guck mal, da hinten wird's langsam auch voller. Ich mach das hier voller. Hey. Wenn sie einem nicht direkt die Haare vom Kopf fressen würden, wäre hier auch mal ein bisschen Ware. Excuse me. Das habe ich gerade voll gemacht, das ist einfach leer. Was ist denn los mit den Leuten? Vor allem, du fängst an, etwas hinzuhängen, du bist noch nicht fertig und die Leute sind wie so einen Ball um dich rum und du denkst, okay.
Okay. Alles klar, danke. Hi. Hey. Hi. 13 seconds. Hey, can you help? Hey, can you pay? Have a minute? Aber guck mal, wir haben 152.000 wieder. Wir haben richtig viel Plus gemacht. Hey, can you help me? Wir haben wahrscheinlich keinen einzigen Schuh verkauft. Wow, ey, einfach wow. Oh mein Gott, das ist so Eskalation in diesem Laden, wie viele Menschen da drin waren. Ich wollte gerade sagen, du bist der Erste, den ich nicht einstelle, weil du kannst nämlich nichts. Okay, für 5,82 die Stunde. Natürlich jetzt auch nicht so krasser, nicht so der krasseste Lohn, ne? Komm, du kriegst 6. War es der andere für 5,82 zugesagt? In Bezug, ja, Kira, du möchtest mehr Lohn. Ich kann das sehr gut. Also in dem Laden, don't get me wrong, ich kann es so verstehen, ne? Ich kann so verstehen, dass ihr mehr Lohn haben wollt, ne? Und ich gebe euch das natürlich auch sehr gerne. Denn das kann ich einfach nur nachvollziehen. Es ist so verständlich, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Ja, du bist so ein irgendein Dude, der eigentlich zu nix zu gebrauchen ist, ne? Aber hier kriegt bei mir kriegt jeder eine Chance. Und wir brauchen halt auch solche Leute. Braucht die Sicherheit noch so Unterstützung? Ja, guck mal hier. Die Sicherheit. Du gehst in die Sicherheit. So, Sicherheit. Habe ich gesagt, gehst du rein, ne? So langsam fühlt sich nämlich der Laden auch mit Mitarbeitern. Das ist sehr gut. Die Gehaltserhöhung wird schon ausgezahlt. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Gewinn der Laden jetzt macht, ja? Weil wir haben 41.000 gemacht auf jeden Fall. Artbox hat einen Stufenaufstieg bekommen. Wir gehen zu 21.000 Gesamtgewinn. Das ist natürlich schon eine Menge, ne? Mal gucken. 3.000 ist zwar in meinen Augen viel zu wenig für den Laden. Aber ich weiß nicht, was ich ändern soll. Außer, dass wir mehr Mitarbeiter machen. Das Lager noch größer. Auch wenn das irgendwie nicht geht, weil wir keinen Lagerplatz mehr haben. Aber ich schätze mal, wir müssen echt mal einfach einen Tag den Laden zumachen. Einmal alles auffüllen. Dann haben unsere Leute auch eine Chance, das überhaupt irgendwie zu tun. Sonst ist, glaube ich, in dem Laden einfach vorbei. So, und jetzt geht's aber wieder mal in unser Getränke. In unseren Supermarkt. Denn wir können die Getränkeabteilung bauen.
Dieser Laden, das ist mir ein Rätsel. Die anderen beiden machen richtig gut Gewinn und der eine. Aber es ist ja auch nur der eine Elegant hier, der kein Geld macht, oder machen die anderen auch kein Geld? 4000. Ja, der macht ganz normal. Der macht gut Geld. 7000 und der hier? Der macht 9000. Der macht am allermeisten. Der kleinste Laden macht am meisten Kohle. Naja, ist egal. Ich akzeptiere das jetzt. Denn wir haben jetzt die Getränke gekauft. Und um die wollen wir uns jetzt kümmern.